Willkommen zurück zu Able's Gay Free. Stehen geblieben waren wir meine Aftanik und was kommt jetzt? Abenteuer in der Wüste auf der Sache nach der Affenoase. Okay, ich finde alle Welten epic, aber diese finde ich nicht so geil. Satoru, sieh doch! Die finde ich nicht so geil. Ich importiere die Charakterdaten in deine Morph-Uhr. Darf ich vorstellen, der Geisterbeschwörer... Oh nein, der Geisterbeschwörer, ich hasse ihn. Der Geisterbeschwörer informiert einen Irrtumsgeist. Aber er ist lustig. Komme in der Trainingsstation in Übung. Ah, der Geist ist schon ganz cool, aber... Ja, das funktioniert manchmal nicht richtig, das ist der Kack. Na, ja, schauen wir mal. Genie. Das ist der Aladdin. Das ist echt Aladdin, oder? Guckt euch das mal an. Genie. Müsste nur bläulicher sein. Hätten wir richtig Genie. Und hier. Bip. Disco. Move your body. Move your body. Der muss das nicht jetzt aufmachen und die Affe rauslocken und wir können hier mit die Affe fangen, mit den Noten. Ja, das ist nicht so geil, ihr seht schon. Gauchi. Gauchi Bombauchi. Das Geile ist ja, wenn ich hier drehe, dann macht der Genie das ja. In hier diesen Dance. Und dann tanzen die Affen und wir können die in Ruhe einfangen. Das ist das Geile daran. Boncha. Uba Uba. Dom Dom. Jo, 3. So, jetzt kommt das, was nicht immer funktioniert. Das ist ein bisschen kacke. Das funktioniert schon wieder nicht. Der geht da nicht rein. Der müsste jetzt eigentlich reingehen, der Assi. Na. Das ist das, was nicht funktioniert. Geh da jetzt rein, du Sportst. Okay, was sagt Aki dazu? Siehst du diese Flasche dort mit dem Gesicht des Geistes darauf? Das ist eine Zauberflasche und nur der Geist kommt hinein. Du kannst eine von zwei Flaschen betreten und dich in die andere versetzen. Der Geist kann auch Schalter umlegen. Versuche den Schalter auf der anderen Seite der Tür zu drücken. Ja, es hilft mir auch nicht weiter. Geh da jetzt rein. Oh, du sollst nicht nur dancen. Geh da jetzt rein, du Idiot. Das meine ich, es funktioniert wieder mal nicht. Oh, jetzt aber mal, oder was? So, und jetzt? Hallo? Hallo, Geist, mach den Schalter an, du Scherzkeks. Hä? Soll denn das funktionieren? Drück den Schalter! Hallo? Hallo? Drück den verdammten Schalter. Boah. Genau deswegen hasse ich diese Map, die jetzt kommen wird. Oh Mann, ihr seht schon, es funktioniert nicht gut. Fuck, noch viel zu Affen. Ja, jetzt, komm schon, ne? Doch, das wird schon ganz okay. Ja, auf jeden Fall. Doch, doch, doch. Sehr Wüstenatmosphäre, sehr große Wüstenatmosphäre, Daumen hoch. Ah, so schnell ist es auch nicht. Da epische Musik. Doppelmesser, richtiger Sultan. What the? Ja, yeah, Skorpion. Skorpion. Einer von Skorpions oder was hier? Zack und ja. Yeah. Skorpion. Oh mein Gott. Ach so, Skorpion. Geil. Und what the? Oh, hab ich doch gewusst. Ich könnte ja nicht verarschen, denn ich kenne dieses Spiel. Das hier ist nicht blind. Take it. Du. Mein blöder Sultan. Du blöder Räuber. Du brauchst keinen mehr aus. Hier ist die Oase. So geil ist das, wenn wir mal Durst haben. Denn das ist die Wüste. Ja, da habt ihr richtig gehört. Tonkrüge zerstören. The Legend of Zelda. So, dazu müssen wir einen Genie benutzen, um den da rauszukriegen. Geisterbeschwörer, Ritualist aus GW1 oder was hier? Dance. K
Come on everybody, dance. Aber ich kann dich nicht einfach. Noel. Noel kriegt den Noel-Preis. Nein, Spaß. Okay. What the fuck? Ach so, Fairlink-Auto. Kennt man aus der Neighbors Games. Und du? Schon. Ja. Monero. Monero. So, Fairlink-Auto. Schwupp. So, jetzt gemacht. Oh, damit brauchen wir noch die Zwille hier. So richtig kombinieren. Kombinieren geht über studieren. Hä? Ach so. Ich voll Idiot. Und siehe da eine Pyramide. In Kleinformat. Oder ist die im Boden? Man weiß es nicht. Vielleicht geht's noch tiefer hinab. Und ja, das tut's. Kann ich euch schon mal verraten. So. Rein da bitte, oh ja. Yeah. Boah, klar, Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen, ne? Warum nicht? Ah, passt schon. Sehr nice. Können sogar die Münzen vervielfachen. Na, ja, jetzt nicht mehr. Die habe ich nicht gekriegt. Und du? Du bist ein Noob. Oder auch nicht. Das wollte er nicht hören. Hallo? Gelitten oder so? Boah, jetzt geht er ab hier mit unserem Schwert hier. Ja, klar. Klau uns noch das Netz. Ja, bist du dumm oder so? Boah, wie er abgeht. Hätten wir den mal nicht als Noob bezeichnet. Ach, komm, ich krieg den noch. Ich krieg den. Wie abgeht bitte unseren Schwert hier? Das ist unser Schwert. Yes! Macarena. Boah, der hat aber echt ein paar Macken gehabt. Gehört in die Psychiatrie. Gott. Was soll man denn daran vom. Ach so, da ist was zum Chillen. Wow, schnell da hinten. So. Wieder da. Schnell. Wow, das ist aber Millimeterarbeit hier. Okay, haben wir gepackt. Schön, und Kekse als Belohnung. Wir haben Kekse, freu dich, Nasta. So. Hä, was bringt denn. Was passiert denn da? Ach so, für beide Plattformen, genau. Ein Rad für eine Plattform. So. Hier mal vorsichtig noch die Propeller rein zur Absicherung. Denn der Propeller macht uns auch nicht heller, nur schneller. Ne, das sollen die auch nicht. Zack! Und Action! Der Golden Monkey. Das ist nur eine Statue oder wirklich ein Affe. Sie täuschen nicht aus. Abbild eines Gottes. Nee, ich habe keine Ahnung. What the, der scheiß Dieb wieder. Komm her. Spuß. So. Ganz viele Schätze für uns. Hier kriegt man wieder schön viel Geld. I like that. Jo, weiter geht's. Kurz eine kleine Aufnahmepause gemacht. So, jetzt hier der goldene Affe. Täusch nicht. Steht das da so? Blicke in die Zukunft. Oh. Warte, warte. Der bewegt sich. G-Glitzer. What the? Nee. Ist tatsächlich nur eine Statue. Man kann ihn nicht einfangen. Hab's mir doch gedacht. Ist nur so ein Features, der sich bewegen kann. Haben die irgendwie programmiert. Boah, du bist doch ein Assi hier mit deiner Pistole, Indiana Jones oder was? Ja, tatsächlich. Ab Indiana Jones. What the hell? G-Glitzer war tatsächlich ein Affe. Natürlich wusste ich das abblitzen und so. Spaß gemacht. Boah, der ganze Laden hier stürzt ein. Schnell raus. Ist echt jetzt wie Indiana Jones hier. Action. Puh. Pur ohne Zucker. Pur. Was bist du für einer? Nein. Nein, mach keinen Scheiß. Wo ist er hin? Spaß.
Mumbo. Mumbo. Mumbo kommt aus Mumbai. So, was haben wir hier denn? Boah, der ganze Laden stürzt ein, wir müssen uns eigentlich beeilen, aber wir haben nichts Besseres zu tun, als Affen zu fangen und Tonkrüge zu zerschmettern. Tja. Irgendwie könnte man meinen, dass Satoru schon mal mit Link zusammengearbeitet hat. Ah, der Gag ist eigentlich auch schon lange raus mit Legend of Zelda. Ja, klar, ich lasse mich auch von jedem Shit treffen. Wenn man hier keine Rolle hat, ist schon geil, also eine Ausweichrolle. Boah, voll Indiana Jones gerade. Aber ich würde mich schon ganz gerne heilen. Kein Keks. Finde ich jetzt nicht so geil. Yes! Cookies. I like cookies. Zack. Irgendwie noch was drin, ne? Man da jetzt noch mal reingehen. Ich habe vergessen, noch mal abzuschecken, ob wir auch alles haben. Ja. Okay. Dann kannst du jetzt in die Stadt gehen. Zum Sultan. Boah, guckt euch das an, was der für ein Palast errichtet hat. Das schaut ein bisschen so aus wie das Taj Mahal. Boah. Verfeuer doch nicht deine ganze Soft-Air-Munition. Ah, der schafft wieder neue. Der muss weg. Die Kameras sind böse. Paparazzi. Du Lampenfieber, ich will mich doch nicht der Kamera zeigen. Oh mein Gott. Der campt da oben ohne Waffe. Auch nicht schlecht. Falsch ausgerüstet. Trotz der Old-Towns. Auch nicht schlecht. Ja! Im Sprung noch erwischt. Maru. Okay. Und dich auch! Mann, da ist schon wieder dieser Kack gewesen. Ulsem. Ja, der ist auch wieder Ape Academy 2, kenne ich. Sagt mir was. So. Ich glaube, es war auch was mit Tonkrügen bei dem Minispiel. Total angelehnt daran. Geld regiert die Welt. So. Oh nein! Wieder so ein Messerkämpfer, so ein Säbelkämpfer. Was ist das eigentlich? Was, womit kämpfen die im Orient? Das sind Säbel, gell? Ja, ich glaube schon. Da unten sind Oasis. Oh, was ist hier? Oh, einer im Tonkrug. Bäm, wenn Link jetzt da wäre. Kalutan. Ist hier noch was? Ne. Da unten vielleicht? Was ist das denn für ein... Ziemlich schüchtern, ne? Siehst du aber aus wie so ein Macho. Der Checker von Mecca. Ah! Das passt sogar jetzt. Wegen Mecca, Orient. Auf zu meckern. Checker von Mecca. Ist da echt nichts da unten? Na gut. Nein! Puh. Wer ist interessiert mich jetzt? Da was ist. Marktstände, Marktstände, Bazar. Nee, ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube. Hä, wo kommt denn das her? Hm. Sehr merkwürdig hier. Hä, hey, hier ist noch ein Schalter. Achso, es macht die Tür auf. Öffnet mir die Tür. Nee, da war nichts. Jetzt komme ich da bestimmt nicht mehr hoch, doch. So schwer ist es ja nicht. Einfach nur einen normalen Sprung ausführen, dann klappt das super. Ihr seht schon. Wenn man einen anderen Sprung macht, dann geht's nicht so gut. Kann ich keinen empfehlen. So. So, da ist er, der schüchterne Affe. Wollen wir ihn noch mal mehr einschüchtern? Komm her! Stell dich mir entgegen. Oh, das ist ein Feuerspucker. Boah. Falsch hin. Knappe Sache. Aber gute Sache und Säbelkämpfer, was auch immer. Pass auf, Satoru. Ah. Ich habe gehört, dass es irgendwo eine geheimnisvolle Flasche gibt. Ja, die hätte ich auch selber noch gesehen. Das sind so unnötige Hinweise, deswegen aktiviere ich die hier schon gar nicht mehr. Habe ich in der anderen Escapes immer gemacht. So unnötig. Einfach immer so richtiger Fei-Hinweise.
die Vase an. Niemand hat sie je berühren dürfen. Das Erbstück des Pharao. Nee, Pharao. Ja doch, Ägypten, da war ja schon eine Pyramide. Das Erbstück des Pharaos und des Sultans. Wer es zerstört, wird verflucht. Aber so böse sind wir ja nicht. Oder doch? Oh, die Vase der Ahnen habe ich zerstört. Ich bin so ein Monster, ich weiß. Noch eine Vase der Ahnen. Ich hab's erahnt. Hätte ja auch ein Affe drin sein können, ne? In der Vase der Ahnen. Oh, hier ist wieder Flaschengeist. Action hier, Verwandlung. Zack. Boogie. Das grooved. Komm doch mal her, du. Oh, jetzt geht er wieder nicht rein. Genau das meine ich. Gehst du jetzt mal da rein? Hallo. Oh, du Vollidiot. Jetzt haben wir gleich keine Morph-Energie mehr. Na endlich, er ist da. Jetzt schnell Dance. Yes. Und yes. Luka Muka. War das der Sultan? Auf jeden Fall ein King oder ein Adeliger oder sowas. Das war schon was. Okay. Live-Sendung. Doch, das war noch nicht alles, kann ich euch schon mal sagen. Oh, 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 oh. Jetzt gibt's noch ein kleines Konzert wie Nevis Gibt 2. Damit habe ich schon vorweggenommen, dass der rosa Affe wieder der Endboss ist. Wow! Was ist das? Meine Damen und Herren, sie ist Mitglied der berühmten, verrückten fünf Affen und ein singendes Wunder des Dschungels. Ihre Schönheit schlägt Männer und Affen gleichermaßen in ihren Bann. Hier kommt die stets charmante Rosa Effin in der Starrolle eines fantastischen neuen Musicals. Ruinier nicht meine erste Show, du frecher Kerl. Oder ich esse dich zum Abendbrot, Dumpfschädel. Ja, die müssen wir mit dem Genie machen. Jetzt fängt das so an, dass wir die Endboss immer mit dem Morph, mit der Verwandlung machen, besiegen müssen, die wir neu bekommen haben. Die sind, glaube ich, nur dafür da, dass wir Morph-Energie bekommen. Und was sie sagt, erste Show ist ja eigentlich gelogen, denn in Ape Escape 2 hat die auch schon eine Show gemacht. Das ist eigentlich die zweite Show. Wieder ein Musical und ich weiß nicht, wie wir die besiegen. Machen wir einfach mal einen Verwandlungsgeistbeschwörer und tanzen hier mit! Wir sind die Könige des Tanzens und nicht du, Tigret. Oh, nicht ragen. Nicht ragen. Okay. Move your body. Und nochmal das Ganze, weil es so toll war. Dance. Aber die gibt trotzdem mal gleich einen Gegentreffer. Was soll das denn? Schlagersängerin, du. So. Ah, Kicks, 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 Kicks. That's what I needed. Deine Schlager. Dein Schlagergesang, den will keiner hören, also tick dit! Sollte man mal mit Andrea Berg und so machen. Einfach mal so Geisterbeschwörer dahin knallen und dann. Bam! Meine Knallen. Na, lass mal's. Die alten Leute mögen's. Oh! Meinst du im Ernst? Erwartet die, dass junge Leute sich ihre Show antun? Sowas wie Satoru? Hört doch keiner Schlager. Jetzt rätst du durch. Das pure Böse. Jetzt wird's episch. Jetzt ist die Musik nächste gut. Aber wir können sie nicht besiegen. Die hat noch immer ein Schutzschild. Ah, da hinten war sie. Erwischt. Down. Oder was? Gib auf! Du bist völlig geschlagen! Klappe! Dafür wirst du bezahlen! Ich verspreche, du wirst bezahlen! Los, gib auf! Meinst du? Ich werde stärker
Beim nächsten Mal nehme ich Rache. Ich wollte nur die Tage meiner Kindheitsidole hinter mir lassen und eine echte Schauspielerin werden. Als ob ich mich kriegen lassen würde, Idiot! Hä? Sie ist weg? Satoru? Keine Bange, du kannst nicht alle fangen. Wenigstens ist der Fernsehsender geschlossen. Das ist doch schon was. Jetzt ab nach Hause. Da muss man später nochmal hin. Mach ich. Weiß nicht mehr, wie das war. Gehen wir einfach nochmal hin, wenn wir Spectre gefangen haben. Oder Spectre erstmal besiegt haben. Die flieht wie der gelbe Affe in Episcope 2. Ja. Tanz, die Verwirrung des irgendwas. Einfach wunderbar. Einfach wunderbar, null gefangen, ja. So läuft das. Schön. Oh Mann, oh Mann. Ist der rosa Affe zurück, Tomoki? Nein, noch nicht, Sir. Was bildet die sich eigentlich ein? Das Face. Geil. Einfach zu lustig. Der rosa Affe hat sehr hübsch gesungen. Lassen wir dies undokumentiert. Aki mag Schlager. Aber mir gefallen Sayakas Lieder besser. Daumen hoch. Tja, genau so ist's. Sie ist entkommen, aber zumindest hast du den Fernsehsender geschlossen. Beeil dich und gehe zur nächsten Stufe. Jo, aber jetzt im nächsten Part. So, Datenbank speichern wir noch schnell und dann war's das wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace dann und ciao. Macht's gut.